meine neugierigen Freunde des Übernatürlichen. Ich begrüße euch herzlich zum zweiten Teil unserer faszinierend gruseligen Serie Der Jahresgang. Heute graben wir uns tiefer in die Abgründe der Fantasie unserer Hauptfigur. Macht es euch bequem, falls das überhaupt möglich ist, und bereitet euch darauf vor, in eine Welt einzutauchen, die so erschreckend ist, dass sie euch eventuell eine schlaflose Nacht bescheren könnte. Aber wer braucht schon Schlaf, richtig? Und falls ihr den ersten Teil noch nicht gehört habt, dann habe ich einen Link in der Beschreibung oder einfach hier klicken. Taucht ein in das vollständige Grauen. Auf in den Wahnsinn. Das Reinigen dieses Badezimmers war fast so schlimm wie das, was das Durcheinander überhaupt verursacht hatte. Der Geruch war schrecklich und ich musste einen lokalen Zimmermann bezahlen, um mir bei einigen der schmutzigeren Angelegenheiten zu helfen. Die Vermieterin war sehr verständnisvoll. Aber es war klar, dass eine Reparatur unumgänglich war. Sie mochte nett sein, aber sie hatte keine Toleranz für die Zerstörung von Eigentum. Ich konnte ihr keinen Vorwurf machen. Glücklicherweise gab mir Roy, der Zimmermann, einen fairen Preis. Aber der schwierigste Teil der Reinigung waren bei weitem die blauen Flecken, die von der stinkenden Substanz hinterlassen wurden, die aus dem Duschkopf herausgefallen war. Sie brannte sich gewissermaßen in die Keramik ein und hinterließ kleine Flecken. Es brauchte viel Schweiß und Backpulver, um es auch nur auf ein helles Blau zu reduzieren. Das Schlimmste war bei weitem der Geruch. Egal, was ich ins Badezimmer brachte, es wurde alles von diesem schrecklichen chemischen Geruch überschattet. Er ging einfach nicht weg und brannte fürchterlich in meinem Hals. Etwas über eine Woche im Januar traf ich mich wieder mit John. Ich fühlte mich ein bisschen schwach, als ob ich eine Erkältung bekommen würde. Ich dachte daran, zu Hause zu bleiben, aber John bestand darauf und ich hatte das Gefühl, dass er nicht die Art von Person war, der man Nein sagen sollte. Als ich in der gleichen alten Eckkneipe ankam, fand ich John mit einem Teller Nachos und einem Bier. Dieses Mal tat er nicht einmal so, als würde er etwas essen. Er hatte die vereinzelten silbernen Haare hinter sein Ohr gesteckt, als wollte er sie verbergen. »Alles in Ordnung bei dir?«, fragte er. »Ich könnte etwas ausbrüten«, seufzte ich. »Sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt.« »Das hast du«, nickte er. »Ich fange mir sowas normalerweise nicht ein. Seit Jahren nicht.« »Ach ja?« Ich lächelte. »Warum das?« »Firmengeheimnisse«, sagte er und tippte sich an die Stirn. Er schob mir den Teller mit Nachos zu und beugte sich vor. Es gab ein paar andere Gäste im Hintergrund, aber ich hatte den Eindruck, dass niemand zuhörte. Vielleicht war John ein Stammgast. »Ich verstehe das immer noch nicht«, sagte ich. »Ich verstehe nicht, was zum Teufel das Ding war.« »Ich bin mir nicht sicher, wie ich sie nennen soll«, sagte er mit einem Schulterzucken. »Aber wenn du nicht mehr von ihnen sehen willst, solltest du dich von Perch Pond fernhalten.« »Noch nie davon gehört.« »Umso besser. Ach ja, und stirb nicht.« »Nicht sterben?« »Ja, stirb nicht.« Ich versuchte nicht einmal, es zu verstehen. Ich stopfte mir einfach Käse und Mais-Tortilla-Chips ins Gesicht, in der Hoffnung, es würde mich wie durch Zauberhand heilen. Das tat es nicht, aber es störte mich nicht, es zu versuchen. »Ich denke, was aus den Rohren kam, war ein Zufall«, sagte John. »Das meiste unseres Wassers läuft durch ein nahegelegenes Reservoir, und die hatten einige Probleme. Ich denke, etwas hat sich gelöst und ist ins System gelangt.« »Widerliches Zeug«, sagte ich zwischen den Bissen. »Kein Fan davon. Wenn du mehr davon findest, bewahre es auf. Dieses Zeug enthält jede Menge Metalle.« »Metalle? Welche Art von Metallen?« »Die Art, für die man niemanden verantwortlich machen kann.« »Das ergibt keinen Sinn.« Ich wischte mir das Gesicht ab und trank mein Bier. John sah mich einfach an, die Hände verschränkt. »Ich bitte dich«, sagte er. »Wenn dieses Zeug wieder auftaucht, bewahre es auf. Bring es zu mir. Wenn du mir sagen würdest, warum, wäre ich vielleicht eher geneigt, das zu tun. Brauche ich einen Grund, damit du mir hilfst?« Ich hatte das nicht ganz ernst gemeint, aber John war vollkommen ernst. Ich konnte das Rot in seinem Auge sehen, das aus seiner dunklen Sonnenbrille hervorlugte. Das war nicht er, der freundlich bat. »Sicher«, nickte ich. »In Ordnung, danke.« Er lehnte sich zurück und sah über seine Schulter. Als er sicher war, dass niemand zusah, klopfte er mir auf die Schulter und reichte mir ein knapp Zentimeter dickes Bündel 100-Dollar-Scheine. »Nimm dir ein paar Tage frei«, sagte er. »Hol dir etwas Hustensaft.«
In dieser Nacht wurde ich von einem Fieber gepackt. Ein böses, durch die Nacht schwitzendes Mörderfieber. Die Art von Fieber, bei der man zu dehydriert ist, um zu schlafen, und zu müde, um sich zu bewegen. Wo man zittert, nur weil man die Hände bewegt und es unter der Decke zu warm ist. Es war eines der schlimmsten Fieber, die ich je hatte. Und als ich anfing, in und aus dem Bewusstsein zu driften, wusste ich, dass es schlimm wurde. Ich musste mich krank melden. Am anderen Ende waren ein paar wütende Stimmen, die mir sagten, ich hätte eher etwas sagen sollen. Ich war zu müde, um zu antworten. Ich überlegte, auf der Stelle zu kündigen. Vielleicht tat ich es auch. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich noch nicht entschieden, was ich als nächstes tun sollte. Ich hatte mich für dieses Jahresgang-Ding angemeldet, aber nichts hielt mich davon ab, die Stadt zu verlassen. Ich könnte nach Hause gehen, versuchen, die Dinge zu klären und vielleicht einen Job im Laden meines Stiefvaters zu bekommen. Es war keine schlechte Idee, aber es fühlte sich an wie Aufgeben. Aber dort kniend wünschte ich mir nichts sehnlicher, als irgendwo anders zu sein und etwas anderes zu tun. Am nächsten Morgen, nach ein paar Stunden des Ein- und Ausschlafens, wachte ich auf mit dem Gefühl von etwas Klebrigem in meinem Gesicht. Irgendwann in der Nacht hatte ich etwas Schlimmes ausgehustet. Mein Kissen und ein Teil der Decke waren mit derselben übel riechenden Substanz befleckt, die ich etwa eine Woche zuvor in der Dusche berührt hatte. Diese dicken schwarzen Klumpen, die blaue Flecken auf meinem Gesicht, meinen Händen, meiner Brust und überall in meinem Bett hinterließen. Es war ein komplettes Durcheinander und der Geruch war zum Erbrechen. Ich eilte ins Badezimmer, holte ein Handtuch und versuchte, mein Gesicht sauber zu schrubben. Es war, als wäre ich mit permanenter Tinte besprüht worden. Ich konnte minutenlang schrubben, aber es passierte nichts. Und wahrhaftig, in meinem Mund lag der Geschmack des Todes. Ich ertränkte mich mit Mundwasser in der Hoffnung, den Geschmack wegzubrennen. Als ich anfing zu spüren, dass er nachließ, gab es plötzlich ein Geräusch. Ein scharfes, durchdringendes Geräusch, das direkt von meinen Ohren in meinen Magen ging. Wer hätte gedacht, dass Handys so laut sein können? Ich schluckte reflexartig. Brennendes Mundwasser direkt die Kehle hinunter. Das Ergebnis war nicht schön. So erfuhr ich, dass sich alles in meinem Magen in diese schwarze, ranzige Substanz verwandelt hatte. Es kam in Wellen. Ich konnte mich etwa eine Stunde lang gut fühlen, dann zehrte es mich aus. Ich hustete diese schwarzen Klumpen von Substanz immer wieder aus. Die einzige Erleichterung war, dass der Geschmack langsam verschwand. Vielleicht gewöhnte ich mich einfach daran. Ich konnte nicht essen. Alles, was ich aß, verwandelte sich nur in mehr von dieser Substanz und mein Magen füllte sich damit. Ich war so hungrig, dass ich nicht denken konnte. Und trotzdem konnte ich mich nicht dazu bringen, auch nur einen Bissen zu essen. Ich verbrachte praktisch meine ganze Zeit im Badezimmer und versuchte, die Energie aufzubringen, um Hilfe zu rufen. Aber ich hatte ja keine Versicherung. Ich blieb die nächsten 12 Stunden im Badezimmer. Als ich es endlich schaffte, etwas Wasser zu trinken und zu duschen, war es draußen bereits dunkel. Endlich genug Kraft habend, um mich zu bewegen, taumelte ich hinaus, um mein Handy zu suchen. Ich musste um Hilfe rufen. Aber als ich es tat, warf ich einen schnellen Blick aus meinem Fenster. Dort auf der anderen Straßenseite war eine dunkle Gestalt. Am Rand des Straßenlichts sah sie aus wie ein seltsamer Schatten. Zuerst dachte ich, ich würde sie aus einem komischen Winkel betrachten, mein schlafentzogener Verstand voller Missverständnisse. Aber nach ein paar Sekunden wurde mir klar, dass dies ein physisches Wesen war. Fast 3 Meter groß und komplett ölglänzend schwarz. Ich konnte meinen Augen nicht trauen. Ich nahm mein Handy, trat zurück und suchte nach Johns Nummer. Meine Finger zitterten so sehr, dass ich 2-mal den falschen Code eintippte. Ich wandte meinen Blick nie von diesem Fenster ab. Das Ding war groß genug, um in mein verdammtes Schlafzimmer zu greifen. »Fühlst du dich besser?«, kam Johns Stimme durch. »Nein«, schrie ich, »nein, es ist Mogott.« »Was, was ist passiert?« Ich begann zu husten. Ich versuchte, Luft zu holen. Etwas ist anders, ich bin nicht. Etwas ist was. Ich lief im Raum herum und versuchte, das Ding aus einem anderen Winkel zu sehen. Ich konnte es nicht sehen. Vielleicht war es zu dunkel. Vielleicht war es von Anfang an nur ein langer Schatten gewesen. Etwas ist was, wiederholte er. Ich glaube, ich sehe Dinge. Bist du in Gefahr? Brauchst du etwas? Ich brauche Hilfe. Ich fühle mich nicht gut.
Hör mir zu, gibt es eine unmittelbare physische Bedrohung für dich jetzt gerade? Ich sah nach draußen. Ich versuchte, etwas zu sehen. Ich versuchte, mich selbst dazu zu bringen, etwas zu sehen. Aber was auch immer da gewesen war, es war verschwunden. Nein, seufzte ich. Nein, bin ich nicht. Dann komme ich in ein paar Stunden vorbei. Ich weiß, was helfen wird. Nicht mehr Nachos und Bier, oder? Nicht, bis du wieder auf den Beinen bist. Ich holte eine Decke und kuschelte mich auf das Sofa. Wahrscheinlich musste ich mein Bett komplett wegwerfen. Als die blauen Flecken durch die Matratze sickerten, wurde mir klar, dass ich den Geruch nicht loswerden würde. Aber immerhin hatte ich genug zusätzliches Bargeld zur Hand. Mehr als genug für ein Bett. Was zum Teufel machte John eigentlich beruflich? Als sich mein Magen beruhigte, driftete ich in einen unruhigen Schlaf ab. In dieser Nacht träumte ich. Ich träumte von einer tiefen Höhle. Einer Höhle so dunkel und tief, dass man keine Ohren entwickeln könnte, die dem Druck standhalten würden. Wo Knochen brechen und Sehnen gefrieren würden. Wo gallertartige Körper im blinden Dunkeln aneinander stießen. Sinne, die sich über unzählige Jahrtausende entwickelt hatten, um zu bestimmen, ob die anderen Körper Freund, Feind oder etwas völlig anderes waren. Ich spürte, wie meine Schuppen gegen die anderen rieben, meine Artgenossen, hunderte von Freunden und Gefährten. Einige tanzten um mich herum, andere verschwanden in einem Herzschlag. Ein Wasserstrom, Druckaufbau, etwas Großes, Zähne. Ich wachte mit einem Keuchen auf. Ein gallertartiger Schweiß bedeckte meinen Körper. Er war so dick, dass ich ihn mit meinen Fingernägeln abkratzen konnte. Und das gesamte Schlafzimmerfenster bedeckend, war die größte ölschwarze Hand, die ich je gesehen hatte. Sie versuchte, das Schloss zu öffnen. Ich sprang vom Sofa auf und rutschte fast auf meinen verschwitzten Füßen aus. Was zum Teufel? Ich schrie einfach reflexartig. Als ich das tat, zog sie sich zurück. Sie war schnell und vollkommen geräuschlos. Wie das Anstoßen an einen kleinen Fisch in der Dunkelheit eines Albtraums. Ich beschloss, die Stunden zu zählen, bis John ankam. Ich versuchte, ihm eine Nachricht zu schicken, aber meine Finger waren zu rutschig für den Bildschirm. Ich wollte meinem Fenster nicht den Rücken zukehren, also musste ich einfach warten. Das konnte ich. Ich konnte warten. Ich dachte zurück an das Ding, das ich im Badezimmer gesehen hatte. Dieses monströse Ding, das mich das kleine Weizen nannte. Vielleicht war das der Grund, warum es mich nicht gefressen hatte. Vielleicht war das, was aus der Dusche gefallen war, so schrecklich, dass es einen überirdischen Raubtier dazu brachte, mir den Rücken zuzuwenden. Und vielleicht war das der Preis, den ich für das Überleben dieser Nacht zahlen musste. Oder vielleicht war ich völlig verrückt und redete wirres Zeug. Ein seltsames Phänomen tritt ein, wenn man so hohes Fieber hat. Man verliert die Wahrnehmung für den Zeitablauf. Und für mich war es unmöglich zu sagen, wie lange ich dort gesessen hatte, aber der Raum fühlte sich dunkler an. Es könnten Stunden gewesen sein, es könnten Minuten gewesen sein. Ich hatte keine Möglichkeit, das zu wissen. Es war zurück. Dieses Mal stand es hoch genug, um mir durch das Fenster ins Gesicht zu sehen. Einfach dort stehend, mir mit seinem schwenkenden Kopf folgend. Es fühlte sich an, als würde man eine stille Klapperschlange beobachten. Ein Geschöpf, aufgerollt und bereit zum Zuschlagen, aber ohne sichtbares Warnzeichen, wann es passieren würde. Es wollte etwas von mir, das spürte ich. Ich trat langsam vom Sofa weg, meine Beine kämpften darum, nicht nachzugeben. Ich nahm mein Handy und bewegte mich Zentimeter für Zentimeter näher zur Tür, ohne meinen Blick schweifen zu lassen. Es folgte mir. Es hatte ein leeres, augenloses Gesicht, aber es folgte mir. Ich bemühte mich, ruhige, sanfte Bewegungen zu machen. Ich atmete kaum. Mein Magen kämpfte mit dem Gewicht meiner Bewegung und meine Augen hatten Schwierigkeiten, sich zu fokussieren. Und dennoch konnte ich es klar durch das Fenster sehen. Den langen Hals, die ölglänzende Haut in ständiger Bewegung, als schwammen vage Farben über ihre Oberfläche. Die vage Umrisse eines Schädels, irgendwo tief darin vergraben. Ganz ruhig, flüsterte ich. Ich werde einfach gehen, okay? Ich gehe. Das Telefon klingelte. Ich fischte es aus meiner Tasche. Ich nahm den Anruf an und hörte für einen kurzen Moment Johns Stimme. Ich bin in 5-6 Minuten da, ich bin...
Eine Hand drückte gegen das Glas, als sich ein kleiner Kreis zu formen begann. Es kam herein. Das verdammte Ding kam herein. Es ist hier. Es bricht das Fenster ein. Was ist das? Was passiert da? Das Glas gab nach, als ein perfekter Kreis herausgesogen wurde. Ein Tentakel griff hinein, um den Riegel zu öffnen, und das Fenster flog auf. Ich duckte und wich zur Seite aus, als ein unmöglich langer Arm nach mir griff. Es machte keinen einzigen Laut. Wenn ich es nicht gesehen hätte, würde ich nicht einmal wissen, dass es da war. Im Dunkeln wäre es unsichtbar. Etwas packte meinen Knöchel. Es drückte so fest zu, dass ich dachte, mein Bein würde brechen. Eine säureartige Textur brannte etwas in mich hinein, ließ meinen Körper plötzlich kalt und dann brennend heiß werden. Es zog mich rückwärts, sodass ich flach auf meinen Bauch fiel. Glücklicherweise war ich zu rutschig und die Hand verlor ihren Griff. Ich kroch nach vorne und versuchte verzweifelt, die Haustür zu erreichen. Als ich sie erreichte und mich umdrehte, stellte ich fest, dass das Ding verschwunden war. Ich wusste, es konnte nicht so einfach sein. Noch in meinen Socken, einem T-Shirt und Unterwäsche stand ich wieder auf. Ich lauschte. Das Ding machte keinen Laut, aber die Dinge, die es berührte, taten es. Und ich konnte das Knarren der Regenrinnen draußen hören. Es bewegte sich, um mich abzufangen. Es kam mir zuvor. Es gab ein metallisches Geräusch, als etwas im Gebäude dröhnte. Kaum daran erinnernd zu atmen, beschloss ich, mich zu verstecken. Ich ging zurück ins Badezimmer und verriegelte die Tür. Überall waren blaue Flecken. Selbst im Dunkeln konnte ich die Textur spüren, wo die Flecken auf den Keramikfliesen waren. Ich hielt den Atem an und lauschte. Nichts. Für einen Moment war ich sicher. Dann drehte sich mein Magen. Es war nicht wie die anderen Male, dies fühlte sich erzwungen an, als ob mir etwas aus mir herausgezogen wurde. Ich fiel auf die Knie neben der Toilette und ich spürte, wie etwas meinen Körper verließ. Aus meiner Kehle kriechend, windend und verzweifelt, um zu entkommen. Ich versuchte zu schreien, aber es brannte so schlimm, dass ich nicht wusste, ob ich überhaupt Luft in meine Lungen bekam. Als ich mich schließlich keuchen und stöhnen hörte, gab ich einfach auf. Es gab keine Möglichkeit für mich, leise zu bleiben. Ich hörte ein Rasseln in den Rohren, in der Belüftung, in den Abflüssen. Wie ein aufgeregtes Nagetier, das auf eine Mahlzeit zustürmt. Es kam, um mich zu holen. Ein Albtraum brach aus. Hände kamen aus jeder Ecke des Raumes, versuchten, mich zu Boden zu drücken. Verlängerte Gliedmaßen banden meine Füße zusammen. All das verursachte das Gefühl einer chemischen Singung meines Fleisches mit einem plastischen Eisbrand. Ich griff nach dem Türgriff und spürte langsam, wie ich zur hinteren Wand gezogen wurde. Meine Hände rutschten immer wieder vom Griff ab. Nein, schrie ich, nein, nein, nein. Dieser kleine Fisch im Dunkeln, anstoßend an Freunde, Feinde und andere. Und vor mir wusste ich, dass es nichts gab außer Zähnen und Tod. Die Badezimmertür flog weit auf. Im Augenblick sah ich den kugeligen Kopf der Kreatur zurückgezogen, um einen massiven Schädel in der Größe meines Oberkörpers zu enthüllen. Ein Schädel bedeckt mit schwarzleeren Adern, pulsierend vor Aufregung. John Dickman packte meinen Arm und zog. Fest. Ich dachte, er würde mir den Arm direkt aus der Schulter reißen. Vielleicht hatte die Überraschung des Ganzen die Kreatur ins Wanken gebracht, denn sie ließ los. Sie zog sich zurück. Hunderte von kleinen Tentakeln wurden in die Rohre gesaugt. Verdammte Hölle, spuckte John aus. Wann zum Teufel ist er aus seiner verdammten Waschmaschine rausgekommen? Ich lehnte mich an ihn, während er mich eilig nach draußen brachte. Ich konnte sehen, wie schwarze Substanz meinen Brustkorb hinunterlief. Ich musste mehr erbrochen haben, als ich dachte. Das war's, sagte John. Du bleibst bei mir. Genug davon. Er half mir die Treppe hinunter, wo ich meine Vermieterin im Flur rauchen sah. John ging einfach an ihr vorbei. Keine Zeit, Lea, sagte er. Und halt deinen verdammten Bruder fern. Du zahlst für die Reparaturen, lächelte sie. Und du kannst dich verpissen zu dem Schuppen deines Bruders. Du bist herzlich eingeladen, zu uns zu kommen. John trat die Haustür auf. Und da war es. Wie Wellen in einem Fluss. Die Erschütterungen waren so heftig, dass ich die Vibrationen hören konnte. Aus den Ecken seiner Erscheinung konnte ich Teile eines riesigen Skeletts erkennen, die sich im Dunkeln verbargen. Warte.
John ließ mich fallen wie einen Sack Kartoffeln und stürmte zurück ins Haus. Das Wesen griff sofort nach mir. Es hielt sich nicht mehr zurück und es war ihm egal, ob ich es wusste. Die Viper schlug zu. Ich drückte mich gegen die Wand zurück, schützte mich und schrie mir die Kehle aus dem Leib. Aber es passierte nichts. Ein kleines Zucken im Dunkeln, als John das Feuerzeug meiner Vermieterin hochhielt. Für einen kurzen Moment sah uns die Kreatur einfach an, abgeschreckt von der Flamme. »Geh einfach wieder schlafen, Hank«, rief John. »Oder geh zurück zum Steinbruch. Ich weiß verdammt nochmal nicht, was du machst, aber wenn du nicht zu einem wandelnden verdammten Reifenfeuer werden willst, dann verpiss dich besser.« Es kreiste um uns. Ein einzelner Schritt brachte es in jede Richtung eine Autolänge weit. Es starrte uns intensiv an. Einblicke in einen Totenschädel, der sich in und aus der Leere bewegte. »Du hast genug davon in der Wohnung«, sagte John. »Nimm es, lass uns in Ruhe.« Welchen Handel er auch immer geschlossen hatte, es schien zu wirken. Momente später schmolz es in die Dunkelheit der Nacht und verschwand. John drückte mich in sein Auto. Mein Verstand raste und ich schaute mich nur um. Ich konnte mir Formen in der Dunkelheit vorstellen, als wäre es noch da draußen. Ich versuchte, mich auf eine einzige Sache zu konzentrieren, um mein Herz zu beruhigen, aber nichts schien zu funktionieren. Mein Magen drehte sich immer wieder um, wie eine Waschmaschine. »Bleib einfach wach«, sagte er. »Ich glaube, ich weiß, was du hast und ich weiß, was zu tun ist.« »Was zum Teufel war das?« »Richtig«, sagte er. »Richtig, Hank. Ja, darüber sollten wir reden.« Ich konzentrierte mich auf ihn. Ich nickte mit dem Kopf hin und her und versuchte, meine Augen davon abzuhalten, nach hinten zu rollen. John trat aufs Gas. Die kleinen Silbersträhnen in seinem Haar waren festes Metall, mit kleinen Kupferenden. Du hast. Und ich wurde ohnmächtig. Ich habe eine vage Erinnerung daran, dass ich ab und zu aufwachte. Ich erinnere mich daran, getragen zu werden. Ich erinnere mich an Schmerzen, Stücke von Klebeband, ein Piepton. Ich erinnere mich an einen Eimer und John, der eine Maschine zum Leben erweckte. Und als die Sonne aufging, wachte ich in einem Bett auf. John musste meinen Magen auspumpen und mich einer Dialyse unterziehen. Als ich aufwachte, dachte ich, das ganze Ding sei ein Albtraum gewesen. Die Sonne war so warm, schien auf mein Gesicht und die Laken waren so weich. Als hätte niemand jemals in diesem Bett geschlafen. John überprüfte meine Temperatur, nahm eine Blutprobe und ließ mich eine Handvoll Vitamine schlucken. Er trug immer noch seine Sonnenbrille. Ich tat einfach, was er sagte. Ich war so froh, dass mein Magen sich nicht mehr drehte, dass es mir nichts ausmachte. Ich hatte schon Lust auf ein Sandwich, vielleicht etwas Orangensaft. »Es ist eine Art Ansammlung«, sagte John unverblümt. »Dieser Dreck bleibt lange in deinem System. Ich kann ihn rausbekommen, aber du brauchst regelmäßige Untersuchungen.« »Was ist das?« Er setzte sich auf den Rand des Bettes und klopfte auf mein bandagiertes Bein. Der größte Teil von mir war bandagiert, wo mich das Wesen verbrannt hatte. »Es ist eine Art Bakterium«, sagte er. »Es ist etwas schwer zu erklären. Versuch's. Stell dir vor, es gibt kleine Taschen.« Als die Welt sich noch formte, waren diese kleinen Wasserblasen tief unter dem Meer verschlossen. Wie Blasen. Einige waren klein, einige groß, einige waren ganze Höhlensysteme. »Okay.« John stand wieder auf und blickte aus dem Fenster. Einen Moment lang fürchtete ich, eine Hand würde erscheinen, aber es passierte nichts. »Stell dir jetzt vor, das Leben hat sich dort entwickelt«, fuhr er fort. »Isoliert und unabhängig von allem anderen. Leben, das die Nährstoffe und Mineralien braucht, die in diesem Ökosystem enthalten sind. Sicher, wie Tiefseekreaturen. Stell dir jetzt vor, alles, was sie an Nährstoffen haben, ist dieses Metall. Das Gefühl, das ich in meinem Traum hatte. Die erdrückende Dunkelheit. Zähne. Stell dir jetzt vor, diese Taschen platzen. Kleine Dinge explodieren in eine neue Umgebung, ohne zu wissen, wie sie reagieren sollen. Klingt wie Jurassic Park. Genau wie das. Er setzte sich neben mich auf den Boden und lehnte sich gegen die Wand. Ich konnte die Ränder seiner Augen unter der Sonnenbrille sehen. Er sah so müde aus, als hätte er tagelang nicht geschlafen. Und doch blinzelte er nicht. »Es gibt nur eine Handvoll von ihnen«, fuhr er fort. »Es gibt eine vor der Küste von Neuengland,
Eine in der Ostsee. Ich denke, es gibt eine in der Nähe der Beringstraße. Vor nicht allzu langer Zeit fanden sie eine in Vietnam. Und diese Dinger kommen von dort. So ungefähr, ja, sie sind nicht wirklich nur eine Sache. John stand wieder auf und streckte sich. Er richtete seine Sonnenbrille, schnippte mit den Fingern und ging zur Tür. Ich hole dir Frühstück, du wirst von jetzt an bei mir bleiben. Warte. Er hielt an der Tür inne und blickte zurück auf mich. Was hat das alles mit mir zu tun? Ich bin nicht... Wir sind nirgendwo in der Nähe von Neuengland. John nickte. Richtig, ja, sagte er. Er atmete tief durch und setzte ein tapferes Gesicht auf. Die größte Tasche der Welt ist hier in Tomscock, Minnesota, lächelte er. Und sie erstreckt sich über Meilen bis zum See. Unsere Reise durch Teil 2 neigt sich dem Ende zu. Ich hoffe, ihr habt die Schauer genossen, die wir gemeinsam durchlebt haben. Hat euch das Grauen gepackt? Oder lacht ihr noch immer tapfer dem Schrecken ins Gesicht? Und falls ihr das nächste Mal in der Nacht ein unerklärliches Geräusch hört, erinnert euch daran. Es könnte nur eure Einbildung sein. Oder doch nicht. Bis zum nächsten Mal, meine mutigen Seelen. Schlaft, wenn ihr könnt, und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, um kein weiteres Abenteuer zu verpassen.